Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Magazin-Review. Heute zur 11. Ausgabe des Lego Spider-Man Magazins. Als Extra haben wir dabei einmal Ghost Spider, Spider-Gwen mit einem kleinen Druiden oder einem kleinen Roboter und eine goldene Sammelkarte, Hulk und Red Hulk. Ich würde sagen, ich löse einmal beides ab, baue das wie immer im Speedbuild auf. Und im Anschluss besprechen wir das Set, die Karte und gehen einmal das Magazin durch. Bis gleich! Bin ich wieder. Ich hoffe, der Aufbau hat euch soweit gefallen. Hier haben wir als erstes die Minifigur von Ghost Spider oder wie ich sie kenne, Spider-Gwen. Sie hat einen bedruckten Kopf, der ist auch nur vorne bedruckt. Ganz einfach mit den Augen. Der Oberkörper ist vorne und hinten bedruckt und die Beine sind ganz normal schwarz. Dann hat sie hier diese Spinnennetze dabei, die Schussdinger. Und dann haben wir hier den Roboter, die Drohne. Finde ich ganz cool gebaut. In den Farben von Spider-Gwen, also in Weiß. Peter hätte sie bestimmt in Rot-Blau irgendwie. Finde ich auch ganz nett. Dann kommen die beiden mal beiseite. Ups. Dann haben wir hier die Karte, ganz schön, Hulk gegen Red Hulk, einmal von hinten, kommt zu den anderen in die Mappe und dann kommen wir jetzt zum Magazin. Auf der ersten Seite haben wir Werbung für einige neue Friendsets und auf der anderen Seite das Inhaltsverzeichnis. Dann geht es weiter mit dem Extra. Ghost Spider, ich kenne sie wie gesagt als Spider-Gwen. Hier haben wir dann die Bauanleitung für den Druiden oder für den Roboter. Dann geht es weiter mit einer Mission. Chaos, Stadt im Chaos. Ein kleines Labyrinth. Auf der nächsten Seite haben wir dann ein weiteres Spielchen. Spinnen Sie ein. Und Werbung für den Film Woodwakers. Dann geht's los mit dem Comic. Das springen wir wie immer mal schnell durch. Comic. Zack. Dann sind wir hier auch schon in der Mitte angekommen. Hier haben wir Spideys Notizen zu Morbius. Bisschen was zu seinen Fähigkeiten, sein realer Name, seine Geschichte, seine Schwäche und so weiter. Dann haben wir hier das Poster. Auf der Innenseite haben wir Electro. Und auf der anderen Seite haben wir Spider-Man, wie seine Spinnensinne eingreifen, quasi, aber es sind verschiedene Spider-Man. Hier haben wir auch Spider-Gwen, hier haben wir Iron Spider, also schon ein paar verschiedene.
Dann haben wir Werbung für die Lego Avengers, die alle 2 Monate neu erscheinen. Dann geht es hier weiter mit einer weiteren Mission. Venom auf freiem Fuß. Da haben wir den Venom, ja, Mech als Set. Das ist so eine kleine, ja, Geschichte mit den Minifiguren oder den Sets. Dann geht das Comic auch direkt weiter. Da springen wir natürlich weiter schnell durch. Comic, Comic, Comic. Na, komm her. Na. Will nicht. Comic, Comic, Comic. So. Dann sind wir fast schon am Ende. Hier haben wir eine weitere Mission. Schwing ab. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch eine weitere Mission. Held aus der Zukunft. Die Figur ist auch ganz cool. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen mit der Vorschau für die nächste Ausgabe. Am 22. November, da haben wir den venifizierten Green Goblin. Finde ich auch ganz cool. So leichte Züge von Venom auf Green Goblin. Dann haben wir hier nochmal Werbung für Togo. Und auf der Rückseite haben wir Werbung für das Magazin Polizist Pete, was auch alle 2 Monate neu erscheint. Aber ansonsten wären wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.